Hallo meine Zuschauer und weiter geht's. Wir sind jetzt hier bei der nächsten Quest. Das ist jetzt. Warte mal, wir gucken mal kurz hier rüber. Okay, das ist jetzt genau hier und zwar den gefangenen Outcasts helfen. Okay, oh Mann, da sind wir massig Gegner drin. Okay. Wenn sie gesehen werden, werden die Gefangenen hingerichtet, das kennen wir ja schon. Warte mal, die beiden jetzt hier. Volltreffer, Baby. Okay, jetzt natürlich die große Frage. Der vorne hier, den kann ich nach unten. Interessiert keine Sau. Immer mitten rein, ja. Ganz genau. Gut. Okay. Okay. Sie sind unsere Lebensversicherung. Die Rebellen greifen nicht an, solange wir so viele von ihnen haben. Noch weniger Kampflos. Snow und Sniper. Ich sehe einen. Da drüben. Ich glaube nicht, dass wir da was finden. Mach einfach deine Arbeit. Da ist noch einer. Die Gefangenen sind kooperativ. Bald verraten sie uns, was wir über den Widerstand wissen müssen. Okay, gut. Wir wissen ganz genau, dass hier draußen nichts ist. Ja, ich weiß. Das wird eine härtere Nuss aus den anderen beiden. Arbeit, Fury. Das hilft. Okay. Nach Quatsch. Den kriege ich von hier aus nicht ins Visier. Ja, warte mal. Ah, von hier auch nicht. Kacke. Okay, gut. Gut, wir müssen wissen, was uns erwartet. Nein, das ist mir zu riskant. Die Entfernung. Okay.
Ach, Kacke. Verdammt, wir wurden entdeckt. Scheiße. Bringe mich in Stellung. Vor uns versteckt sich niemand. Wir stehen unter Beschuss. Das ist das war's. Wir haben alle erwischt. Solide Arbeit. Scheiße. Wir brauchen Informationen von den... Phänomenal. Kacke. Ja, ich hab's das. Wenn Pech habe ich es wieder verbockt. Hier sind irgendwo Feinde. Wir finden sie. Ich weiß, dass die Leute auch wenn es dunkel ist. Damit sind wir klar im Vorteil. Ja, wenn Pech ist, ist das versaut. Hey. Wir sind viel zu gut für Outcasts. Wir müssen die Gefangenen zurückholen. Die Gefangenen haben Priorität. Lass keinen kommen. Was? Ich muss weg hier. Nicht schlecht, Boss. Allein schon nicht schlecht. Das ist grottenschlecht, was ich hier mache. Wir haben die Gefangenen befreit. Macht euch bereit. Die Typen sind besser als die Outcasts. Die Gefangenen haben Priorität. Lasst keinen kommen. Gut. Okay. Die Feinde haben die Gefangenen. Wenn die entkommen, sind wir für die Andringlinge machen. Cool mit dir. Alleine schon die Feinde. Konzentration! Wir haben Gesellschaft! Phänomenal.
Gut. Ich bin hier, um sie zu retten. Bewegung. Lief jetzt nicht so, wie ich es eigentlich vorhatte, aber egal. Wir dachten, wir wären erledigt. Danke für Ihre Hilfe. Okay, was haben wir denn hier für eine Waffe? MG-121. Gut. Warte mal. Ach, da soll ich die Gefangenen jetzt hinbringen. Toll, da sind ja auch überall Feinde. Wir dachten, das wäre das Ende. Danke. So, warte mal, wo war jetzt auch das vorne? Sie haben ja keine Ahnung, wie dankbar wir sind. Ehrlich. Das ist ja hier die Stimme von Flash. Also aus von der Serie von 2014. Grant Gustin, glaube ich, heißt der Schauspieler. Komme ich überhaupt von hier irgendwie da raus? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Oh Gott. Da muss ich hin, ja. Okay, gut, dann kann man ja einfach die Treppe hier hoch. Okay, aber was sind jetzt... Naja. Toll, jetzt muss ich erstmal den Typen, der die Gefangenen ausfliegen soll, auch erstmal befreien. Kann es nicht lange dauern, bis wir genug Informationen über die Rebellen haben. Pass einfach gut auf sie auf. Dann geht uns den Hals um, wenn wir es vermasseln. Bisher nichts. Aber bei der Dunkelheit ist das schwer zu sagen. Bleib wachsam! Scheiße. Ach, er wieder. Gute Arbeit, Nomad. Jetzt weiß Sentinel, dass sie uns nicht einsperren können. Da draußen sind noch mehr. Ich weiß. Wir übermitteln ihnen die Standorte. Super, danke. Alles klar. Gut, was steht als nächstes auf dem Plan? Was haben wir hier noch? Warte mal, mit dem Outcaster-Kundschafter reden.
das Lager helfen? Ja, nee, warte mal. Gut, dann machen wir das jetzt mal. So, wo ist der Gute? Ah, hier. Okay, warte mal. Autsch. Oh, verdammt. Achso, okay, gut. Das ging ja nochmal gut. Okay, was haben wir denn hier? Nomad, Gott sei Dank. Ohne Sie würden wir das nicht schaffen. Seien Sie nicht so voreilig. Ihre Leute haben sich wirklich entwickelt. Tja, Sentinel schickt immer mehr Konvois los. Sie suchen überall nach uns und schlagen dazu, wo wir uns sicher fühlen. Aber zum Glück haben wir ihre Marschrouten. Ich frage nicht, wie Sie die bekommen haben. War bestimmt nicht einfach. Unsere Leute sind ernsthaft in Gefahr. Wir müssen diese Konvois aufhalten. Einer ist auf dem Weg hierher. Wir legen einen Hinterhalt. Gut. Stone soll sehen, dass die Outcasts unter keinen Umständen aufgeben. Nomad kämpft an unserer Seite. Bereit? Okay. Da kommt der Konvoi. Den Hinterhalt vor! Okay, dann machen wir Folgendes. Der Konvoi kommt von dort. Dann legen wir eine hier hin. Der Konvoi kommt. Haltet euch bereit. Okay, gut, der ist schon ziemlich dicht. Nur gezielt schießen. Hier laufen sie wieder. Aufpassen. Das sind welche in der Nähe. Macht jetzt keine Gefangenen. In der Luft. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Okay. Okay. Commander identifiziert. Okay, ja, das ging ja schnell. Das war ja Pille-Palle. Alles! Gegner in Sicht, Ghostlead, ohne außer Gefecht. Mehr Feuerkraft hätte jetzt nicht geschadet. Nice, Ghostlead! Haltet sie auf! Okay. Noch, da hinten haben wir auch noch welche. Okay, Leute. Genau so. Voll getroffen. Feind identifiziert. Okay, das ist ein freundlicher Hubi. Gegner lokalisiert.
Das haben wir also auch erledigt. Wollen wir mal gucken, was der dann so Feines hier hat. Gut. So, was steht denn jetzt hier als nächstes auf dem Programm? Okay, warte mal. Outcast-Kundschafter reden, Outcast-Angriff, ob das Lager helfen. Ja, ein Lager wurde verstärkt, damit Sentinel das als Außenposten für die Jagd auf Outcast nutzen kann. Das muss erobert werden, um diesen Plan zu durchkreuzen. Okay. Ein Konvoi, der nach versteckten Outcasts sucht, wurde in der Gegend gesichtet. Die dort ein Team losgibt, um ihn zu zerstören. Na, wieder ein Konvoi platt machen. Okay, gut, dann machen wir das doch jetzt mal. Warte mal, wo ist denn das? Okay, das ist auch nicht weit weg von hier. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.